Morning has broken light, a beautiful day, blue sky, some clouds. Die reine Philosophie, Plato war politischer Philosoph. Die Naturphilosoph, das bewusste, unbewusste deutscher Philosoph in der Naturphilosophie. In der Naturphilosophie ist der Captain Schilling der Boss, der mit Hegel Hellin im Bebenhäusener Stift war, Tübingen. Ich habe nie etwas notiert aus dem Kopf, aus dem Instinkt geschrieben. Zweitens studierte ich Philosophie nie. Ich war nur Gasthörer vor 5 Jahren an der Uni Stuttgart, Hegelbau 1 und am Institut der Philosophie Nähe Liederhalle. Ja. Meine Damen und Herren, natürlich war Hölderlin ein Naturphilosoph. Das wurde nicht so sehr anerkannt. Nicht? Er galt ja als verrückt. Schade. Schade, meine Damen und Herren. Von Schelling gibt es das Buch Die Philosophie der Mythologie in 3 Vorlesungsnachschriften. Ja. Diese Funktion es war so, dass die natürlich Hegel eher politisch war, ein staatsfreundlicher Philosoph. Historische Mythologie der Deutschen, habe ich schon gesagt, Philologie und Lexikographie, Philosophie der technologischen Zivilisation, der Mythos der Moderne, die dichterische Philosophie Ernst Jüngers, Politik, Anthropologie, Philosophie, Aufsatz und Vorträge, Willensfreiheit zwischen Philosophie und Psychoanalyse und Neuropathologie, sind interessante Texte. Man kann natürlich nicht alles lesen, aber es gibt ja Zusammenfassungen oder Vorlesungen. Theologie der lukanischen Schriften, Umriss pädagogischer Vorlesungen, Ästhetik, Vorlesungen, Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, Philosophie der Architektur, realistische Philosophie, der Philosophieentwurf Adolf Schlatters, Anthropologie, Vernunftskritik Hegels, Philosophie der menschlichen Welt, vom Ende der Emanzipation, jüdische Philosophie und Theologie, Literatur als Philosophie, Philosophie als Literatur, sind die Autoren und die Verlage nenne ich nicht, das wäre zu umfangreich, russische zeitgenössische Schriftsteller in Deutschland, ein Nachschlagwerk, Dostoevsky, Tolstoi, Beethovens Bühnenwerke, 5 Vorlesungen, Sommersemester Volkshochschule Zürich. Es gibt eine Biografie von Hegel von Klaus Viehwegs. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird, war ein Spätentwickler. Als Ältestes von 3 Kindern einer schwäbischen Beamtenfamilie behielt er den Status der Älteste sein lange bei. Während des Studiums der Theologie am Tübinger Stift war sie mit Schelling und Hölderlin verpasste man ihm den Spitznamen der Alten, auch später als Professor. Der Philosophie waren die meisten seiner Kunden deutlich jünger als er. Also die Professoren, mit denen er zusammenarbeitet, war er immer jünger. Hegel glich dieses Mangel durch seine Beharrlichkeit aus. Seine Stärke war, dass man ihn gerne unterschätzte. Kein anderer Philosoph hat es gewagt, die Welt derart rigoros in Gedanken zu pressen. Und bei keinem anderen Philosoph liegt das großartig, das gewaltig so nah am Gemütlichen wie bei Hegel. Er trank ja gerne Wein. Ich nehme an, Trollinger. 2 Seelen, könnte man sagen, wohnten in seiner Brust. Woraus sich bedenkt man in diesem Zusammenhang noch ein hegelsmäßiger, wie gesagt, regelmäßiger Weinkonsum, der ihm nicht nur Wohlbehagen, sondern auch Magen- und Darmprobleme beschert, eine gewagte These ableiten. Es gab unbedingt 2 Hegel, im einen den Abenteurer des Geist und den Bürger, der sich zufrieden im Ruhm einhaust, ein Hegel also, der seine Dialektik verinnerlichte in Wirklichkeit, überführte. Im Übrigen konnte Hegel diese Schriften nicht gerade spannend sind, etwas langweilig. Hegel ist eigentlich langweilig zu lesen. Bei guter Tagesform, auch der Knabe, pointierte Form, bediente er sich auch. Dann gelang ihm einzig, wie erkennen wohl, ehe man erkennt. Ist ebenso ungereimt wie schwimmen, so lerne, ehe man sich ins Wasser wage. Oder die feine Rede vom Dennoch, oder gerade deswegen wurde er zum Philosophen der Freiheit genannt von Philat.
Autor der Hegel, Philosophie, Biografie, der Fliesen, der wirklichkeitslosen schönen Zelle in Sehnsucht und Schwindsucht. Klaus Vieweg, Hegel, die Philosophie der Freiheit. Wer den ganzen Hegel haben will und dabei auf markante Untertänen verzichten kann, sei auf ein sehr zu enormes Büchlein verwiesen, an dem der Autor mehr als 5 Jahre gearbeitet hat. Das Ende 2009 erschien Hegel Biografie des Jenenser Philosophen. Klaus Vieweg ist 824 Seiten stark, was ja an sich schon eine bemerkenswerte Leistung hat. Zumal Hegel, wie wir wissen, ein vordergründig kein so ganz aufregendes Leben geführt hat. Er war ja eigentlich immer noch der Beamtensohn, das zudem Geduld einforderte. Dennoch, aber gerade deswegen wurde er zum Philosophen der Freiheit, wie Vieweg nicht müde wird zu betonen. Hegel soll jedes Jahr am 14. Juli, dem Tag des Beginns der französischen Revolution, ein Glas Champagner genossen haben. Diese Revolution war das prägende historische Ereignis seines Lebens und Denken. Der Philosoph Hegel war stets ein Politikus, ein sich zu politischen Fragen öffentlich positionierender Mensch, der sein ganzes Leben hindurch als vehementer Verteidiger der Grundgedanken der französischen Revolution auftrat. Er feiert die Revolution als herrlicher Sonnenaufgang der Modernen, weil er als Morgenröte freier Existenz das Denken, das Leben durchzieht als Grundmotiv sein gesamtes Leben. Vieweg's opulente Biografie setzt Maßstäbe, wird womöglich auf Jahre unerreicht bleiben. Allerdings geht auch sein Leben als auf freiem Terror unter selbstgeheckten Vorgaben, weil es mehr erreicht als zu erwarten gewesen war. Einmal zu Ende, damals wie heute, wenn man fertig ist, ist man fällig. Hegel war 1830 auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit angekommen. Es gab vielstimmige Kritik, doch die von Zeitgenossen formulierte Superlative reihen sich. Erster Denker seines Zeitalters, ein neuer Aristoteles, König im Reich des Gedanken, ein Stern erster Größe, ein Generationsereignis, also als Hegel berühmt wurde. Hegels Tod, wie könnte es anders sein, war nicht sehr feierlich und es gab sich vielweg zu guter Letzt recht wortkarg. Bald nach Beginn des Wintersemesters 1831 wird der Philosoph plötzlich schwer krank und stirbt am 14. November um 5 Uhr am Nachmittag. Gemäß seinen schon aus 1809 Ausspruch erhält er sein Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof neben Fichte und Solger. Die von ihm, von seinen Anhängern David Friedrich Strauß notierten letzte Worte, der letzte Vorwort: Freiheit ist das Innerste und aus ihr ist es, dass der ganze Bau der geistigen Welt hervorsteigt. Ja, alles geht, und es geht immer um die Freiheit, meine Damen und Herren. Und Freiheit ist das höchste Gut. Natürlich könnte man noch über Schelling viel erzählen oder Hölderlin. Nicht. Wir sind ja, wie gesagt, ich mache das aus dem Kopf. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Nee, ich bin ja auch ein schwäbischer Philosoph im gewissen Sinn. Der leibhaftige Hegel, eine der besitzergreifenden, inzwischen schon wieder gern verkannten Erinnerungsgestalten, der gute alte Philosoph. Man weiß es. Es gibt keine Ewigkeit oder nur eine schlechte Ewigkeit. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde dieses noch verweilen und vielleicht schriftlich in einen Text einbauen über Schelling und Hegel und Friedrich Hölderlin. Das sind meine Favoriten in der Philosophie. Natürlich Hannah Arendt, die aber sich selbst nicht als Philosophin bezeichnet hat, sondern sie war ja politisch. Sie untersuchte politische Ideen. Ich und sie nahm am Eichmann-Prozess in Jerusalem teil und daraus entstand ein Buch. Natürlich interessiert es niemand mehr wegen der Shoah. Niemand will mehr über dieses Thema reden. Das ist halt so. Happy Day. Happy Day. Happy Day in the Philosopher. Glücklicher Tag in Tagesstunde der Philosophie, sagte Hölderlin.